Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Abend. Meine Liebe, mein Lieber hier in der Gruppe, jetzt steigen wir ein ins Träumeland. Gib mir doch bitte mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, damit ich weiß, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Denn ich war gestern hier mal live hier in der Gruppe, habe eine halbe Stunde gequatscht. Ah, Herzlein, vielen Dank. Sehr schön. Wer es ist, kann ich hier nicht erkennen. Aber ich sehe ein Zuschauer. Bislang wird mir angezeigt und das Herzlein, ja, spricht dann hoffentlich dafür, dass ich zu hören bin auch. Die Prägung, die ist jetzt einfach bei mir da, dass das gestern nicht funktioniert hat. Vielen Dank. So. Lass uns mal über Träume sprechen, wie deine Seele dir da auch Botschaften schickt und wie du diese deuten kannst. Ich habe zwei simple und einfache, da braucht man wirklich. Ach, hallo Julia, schön, schön, dass du dich outest. Danke. Ich habe so zwei simple und einfache Techniken. Das geht wirklich. Ganz, ganz einfach, du musst keine Bücher lesen, du musst dich nicht großartig mit irgendwelchen Dingen auseinandersetzen. Du darfst einfach nur die Bereitschaft haben, diesen Traum zu deuten. Und ich bringe dir auch gleich drei Beispiele aus meinem eigenen Leben. Oder zwei, ja. Mit zwei verschiedenen Techniken ist überzogen gesagt. Ja, es sind einfach einfache, geniale Tipps, wie du an die Botschaften rankommst. Und zwar, der eine Traum, der liegt einige Jahre zurück. Ich kann mich nur an diese Sachen noch so sehr gut erinnern, weil ich damals noch sehr, sehr viele YouTube-Videos auch gedreht habe und da vieles festgehalten habe und geteilt habe. Und ja auch immer ein Tagebuch geführt habe und dann kann man da immer nachschlagen. Deshalb habe ich so diese drei Dinge da so parat. Für dich als Beispiel dazu ist es dann auch unter anderem gut, ne? Ja, genau, das dürfte so 2015 auch gewesen sein. Ja, 2014, 2015. Da hatte ich nachts einen Traum, wo ich von der Nachbarin geträumt hatte, dass die ein Baby gekriegt hat. Und das war alles so klar. Die hat ein Baby gekriegt, Kinderwagen und alles habe ich gesehen. Ich war auch bei der. Ich habe mich nur gewundert, dass die ein Kind gekriegt hatte. Und ja, ohne jetzt da auf Details einzugehen, das hat mich auf jeden Fall morgen so beschäftigt, weil das wie so, es war alles so klar. Ich konnte mich so gut an diesen Traum am nächsten Morgen erinnern. Und rein vom biologischen Alter her kann diese Nachbarin halt ja keinen Nachwuchs mehr bekommen. Und dann habe ich so für mich gedacht, so jetzt deute ich mal diesen Traum, was will dieser Traum mir sagen? Und letzten Endes, das darf ich mal so vorweg schicken, diese Menschen oder auch Tiere oder auch ja, Menschen, Tiere, Pflanzen ist mir jetzt von mir selbst kein Beispiel präsent, beziehen wir es mal nur auf Menschen und auf Tiere. Und wenn das auch Menschen sind, die du kennst, die haben letzten Endes unter Umständen eine ganz, ganz andere Bedeutung als die Person, die du kennst. Jetzt an dem Beispiel von meiner Nachbarin. Denn um es mal aufzulösen, meine Nachbarin, ich erkläre dir gleich, wie ich dahinter gestiegen bin. Meine Nachbarin mit dem Kind stand letzten Endes, sie symbolisch für mich, als mich, für mich als Person. Und das Kind stand im übertragenen Sinne für die Neugeburt, das was Neues geboren wird. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das geträumt habe, war ich gerade dabei, mich damit zu beschäftigen, gebe ich meine Praxisräume auf. Höre ich auf, 1:1 Coachings zu machen? Wie geht's weiter? Entwickle ich ein Programm, wo ich dich
längerfristig begleite, individueller begleiten kann. Also an diesem Umbruch stand ich damals. Aber das habe ich zunächst ja offensichtlich mit diesem Traum nicht in Verbindung gebracht. Es hat mich nur interessiert. Ich hatte das Gefühl, da steckt eine Botschaft von meiner Seele dahinter. Ich meine, was Träume sind und was überhaupt mit uns geschieht, wenn wir uns abends ins Bett legen und die Augen zumachen und morgens wieder aufwachen, wo unser Geist, unser Wesen da unterwegs ist, da kann man ja ganz viel drüber philosophieren. So, und an diese Botschaften bin ich dann mit einer sogenannten Zwei-Stuhl-Technik herangekommen. Ich habe mir zwei Stühle geholt. Dem einen Stuhl habe ich energetisch gesehen die Energie von mir selbst in der jetzigen Person zugeordnet und den anderen Stuhl, den habe ich symbolisch dem Stuhl gegenübergestellt und habe ihm die Energie symbolisch für den Traum gegeben. Ja, dann habe ich mich erstmal auf meinen Stuhl gesetzt, geatmet, geht dann natürlich auch darum, ein bisschen in die Entspannung zu gehen. Deshalb ist das mit dieser Zwei-Stuhl-Technik, um dazu dieses energetische Feld einzutauchen und wahrzunehmen, gerade auch für Anfänger, die mit Systemstellen und so weiter noch gar nichts gemacht haben, so einfach, weil wenn du dich hinhockst, gehst du automatisch in so ein bisschen entspannte Haltung, atmest zwei, dreimal aus und dann nimmst du einfach mal den Stuhl, der dir gegenübersteht, der symbolisch steht für deinen Traum, wahr. Schaust quasi diesen Stuhl an und bittest diesen Stuhl, diesen Traum, der Stuhl steht ja energetisch für deinen Traum um Informationen. Und dann lässt du einfach mal Informationen in dein Bewusstsein. Bitte, das sind jetzt alles Dinge, wenn du jetzt vielleicht noch neu hier bist und auf dieser, das ist jetzt auch, geht ein bisschen in die spirituellere Ebene rein und denkst, oh Gott, von was spricht die da? Bitte einfach mal ausprobieren mit einer kindlichen Neugierde und einfach mal schauen, was dann an Informationen zu dir fließt. Es kommen Informationen zu dir, aber auf einem Weg, wie du es natürlich vom Verstand, vom Denker, der kommt da nicht mit. Das sind einfach Dinge, die unser Verstand, unser Denker nicht greifen kann. Der will immer direkt sichtbare, greifbare Ergebnisse. Und hier reden wir einfach von einer anderen Ebene. Okay? So, also ich habe mich dann auf den Stuhl gehockt, der mich repräsentierte, habe gegenüber den Stuhl angeschaut, der den Traum repräsentierte und habe dann einfach mal die Frage gestellt, lieber Traum, was möchtest du mir damit sagen? Hab diesen Traum nochmal Revue passieren lassen. Lieber Traum, was möchtest du mir damit sagen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie oft ich da hin und her geswitcht bin, weil es einfach schon zu lange her ist. Ich kann dir nur noch das Resultat sagen. Dann kannst du hingehen und kannst dich auch auf den gegenüber stehenden Stuhl, der deinen Traum symbolisiert, auch mal noch draufsetzen. Dann tauchst du in die Energie des Traumes ein, schaust dich quasi an, nämlich der Stuhl, der dir gegenübersteht, der dich repräsentiert und sprichst als Traum zu deinem Gegenüber. Okay? Und so bin ich dahinter gestiegen dann, dass die Nachbarin für mich steht und dieses neugeborene Kind symbolisch für meine Neugeburt im Hinblick auf, wie es damals hieß, die mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst steht, weil da war was Neues am Entstehen. Da ist ein neues Kind im übertragenen Sinne geboren worden. Okay? So konnte ich diesen Traum deuten, was für mich dann nochmal die Rückenstärkung einfach auch war. Okay, die Seele schickt mir über den Traum diese Botschaft und möchte mir damit sagen, bist auf dem richtigen Weg. Macht das Sinn für dich? Kannst du das so ein bisschen wahrnehmen, auch wenn du jetzt vielleicht zum allerersten Mal hier dabei bist und sowas hörst und denkst, oh, von was spricht die da? Die Hilke schreibt, Hilke, ich weiß, du kannst sowieso was damit anfangen. Ich glaube, das ist eine super Methode. Ich kenne die Stuhltechnik von der inneren Kindarbeit. Genau. Hallo, liebe Birgit.
Ja, also das ist die eine Variante, die Zwei-Stuhl-Technik. Um es nochmal zusammenzufassen. Du wachst zum Beispiel morgen früh auf, hast einen Traum gehabt heute Nacht, der so präsent war und du hast das Gefühl, da verbirgt sich eine Botschaft für dich. Es geht auch hier wirklich ums Fließen lassen. Du kannst hier nichts erzwingen. Also es geht wirklich ums Fließen lassen, dich zu öffnen mit so einer kindlichen Neugierde da einfach ranzugehen. Okay? Nochmal zum Erläutern. Zwei Stühle brauchst du, die hast du in der Küche. Den einen Stuhl stellst du irgendwo im Raum hin, gibst ihm symbolisch gesehen die Energie für dich selbst, nimmst den zweiten Stuhl, stellst den ersten Stuhl, diesen Stuhl gegenüber, gibst diesen zweiten Stuhl die Symbolik für deinen Traum und dann hockst du dich einfach mal erst auf den Stuhl, egal auf dich oder auf den Stuhl, der deinen Traum symbolisiert, das ist egal. Lausch da einfach auf dein Gefühl, was sich stimmig anfühlt und da kannst du auch mal hin und her switchen. Was aber nicht funktioniert, wenn du da unbedingt eine halbe Stunde dich damit beschäftigen möchtest und dann unbedingt sofort Informationen haben möchtest. Also es ist jetzt so eine Sache von 15 Minuten, nicht länger, weil wenn du dich länger damit beschäftigst, dann willst du unbedingt von deinem Kopf her irgendetwas kreieren. Das fließt da nicht aus deinem Inneren heraus. Und wenn du jetzt solche Dinge zum ersten Mal hörst und sowas noch nie gemacht hast, dann hab auch nicht so einen Anspruch, so und so auf dem und dem Weg muss das jetzt so und so zu dir fließen, sondern mit so einer absoluten kindlichen Neugierde daran zu gehen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt einfach. Ja? Kindliche Neugierde, was fließt da jetzt zu mir und dann einfach fließen lassen. So 5, maximal 10 Minuten, nicht länger. Sorry, ich glaube 5 Minuten, das ist ein absoluter Zeitrahmen, der da reicht. Ich gucke dann hier so auf die Uhr, aber ich glaube, das ist schon sehr lange. Ich lasse da halt einfach fließen. Also bitte nichts erzwingen. Das ist die eine Variante, wo ich noch genau weiß, dass ich darüber dann Informationen bekommen habe. Und nochmal, Tiere und Menschen, vor allem Menschen, Personen, die du kennst, die haben da in dem Traum symbolisch eine andere Bedeutung als die Bedeutung, sie für dich haben im realen Leben, also jetzt wie hier die Nachbarin. Okay, das ist die eine Geschichte. Dann die andere Geschichte, da spielt ein Tier mit eine Rolle. Denn ich habe einen Vogel. Einen Vogel, ja. Wir haben einen Wellensittich, der ist irgendwann mal hier in einer Kiste zu uns gekommen. Wo eine andere Nachbarin mal vor ein paar Jahren hier vor der Tür stand. Und hatte dieses Vöglein in einem Karton, der so am Abkratzen war. Sie hatte den Vogel nicht selbst gefunden, sondern hatte ihn wiederum von einer anderen Nachbarin bekommen, die ihn am gleichen Morgen gefunden hatte. So, und jetzt ist dieses Vöglein bei mir gelandet und ich habe ihn dann schlussendlich aufgepäppelt und habe auch alles Mögliche dran gesetzt, um da den Besitzer zu finden. Wo er hingehört, dachte, das ist ein leichtes. Die haben ja da alle diese Ringe, man da eigentlich ja was ausfindig machen kann. Aber dieser Vogel hier hat einen solchen Ring nicht. Ich habe nie herausgefunden, der hat so einen orangefarbenen Ring, ohne Nummerierung, ohne alles. Ich habe nie herausgefunden, wo er herkam, habe auch hier über die Grenze nach Frankreich rüber telefoniert damals. Ob es da Verbände gibt, Zuchtverbände, die ihren sittischen orangefarbenen Ringe da ans Bein machen, nichts rausgefunden. Mein Bauchgefühl, und das sprengt dann auch wiederum meinen Kopf, die Farbe Orange hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, nämlich, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, nur damit du es ein bisschen verstehst, von was ich spreche. Die Farbe Orange hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, den Bezug zu einem Avatar. Hallo, liebe Sigrid. Zu einem Avatar,
zu dem ich eine besondere Herzensverbindung habe, der aber nicht mehr an seinem Körper ist, hier auf unserer Erde. Und seit er seinen Körper verlassen hat, ist diese Herzensverbindung, und ich mag jetzt hier auch wirklich nur den Namen nennen, um da nicht irgendwelche Diskussionen zu entfachen, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Und das symbolisiert dieser Vogel für mich. Und dann habe ich natürlich auch zunächst damals auch recherchiert, symbolisch zunächst mal, für was stehen denn Wellensittiche? Und das war so eine Botschaft unter anderem vom Universum. Wellensittiche stehen für das Thema Lebensfreude. Und damals ist der Begriff bei mir so am Entstehen gewesen, Lebensfreude-Coach, Lebensfreude-Trainerin. Und sinnigerweise kommt dann dieser Vogel zu mir. Ja? Und er war dann schon 1 oder 2 Jahre, dafür habe ich jetzt kein Zeitgefühl mehr bei uns, kann auch in der Wohnung hier frei fliegen. Und im Sommer oder früher bis Sommer ist er halt auf dem Balkon, da ist die Tür natürlich zu, die Käfigtür. Und da habe ich nachts mal geträumt, das war auch so präsent, dass ich ihn auf den Balkon gebracht hatte, abend morgens, habe vergessen, die Käfigtür zuzumachen und habe dann gesehen, wie er aus dem Käfig raus ist, davongeflogen ist und im Universum verschwunden ist und diese Federn nur noch auf mich herabgeschwebt sind. Und ich weiß bis heute noch, dass das so präsent für mich war, dass ich am nächsten Morgen wirklich aufgestanden bin und ins Wohnzimmer gegangen bin, um zu gucken, ob das jetzt real ist oder ob Vöglein noch da ist, ob der im Wohnzimmer steht, im Käfig, oder ob das wirklich jetzt so nachts geschehen ist oder das nur ein Traum war oder ob es real war. So, und da wollte ich natürlich auch wissen, was hat dieser Traum für eine Bedeutung? Und da habe ich was anderes gemacht, was ich inzwischen eigentlich noch viel lieber mache als diese Zweistuhltechnik. Es kommt halt einfach immer drauf an. Ich bin damals einfach in den Wald gegangen, morgendliche Runde gedreht und habe mich da mitten in den Wald gehockt. Ich gehe da auch gerne vom Weg ab und setze mich da mal an einen Baum. Habe so den ein oder anderen Baum, wo ich dann auch regelmäßig bin. Habe mich an diesen Baum angelehnt und habe da diesen Traum nochmal Revue passieren lassen und dort dann einfach in Verbundenheit mit der Natur, mit dieser Waldenergie, um Informationen gebeten, was dieser Traum mir denn sagen möchte. Und da habe ich einfach die Info bekommen, dieser offene Käfig, und das war auch meine Situation damals im übertragenen Sinne, dass ich mich noch gefühlt habe im goldenen Käfig quasi gefangen, dass die Tür aber auf ist und ich eigentlich nur rauszugehen brauche. Weil das war damals so dieser Switch auch, ja, die Entscheidung zu treffen als Lebensfreude-Coach, Lebensfreude-Trainerin, das wirklich zu kreieren, mich da in der Richtung am Markt zu positionieren und diesen Weg zu gehen. Aber ich saß noch im Käfig. Das war die Botschaft, die sich dahinter verborgen hat, dass die Tür auf ist, ich eigentlich nur zu gehen braucht. Das war die eine Rückenstärkung. Und diese Federn, die da aus dem Universum auf mich gefallen sind, Federn, die fliegen ja, und es ist so leicht. Also Feder ist eine leichte Energie, was Leichtes. Dahinter hat sich einfach die Botschaft versteckt, dass es leicht sein wird, dass es fließt, dass es geht. Das war so die rückenstärkende Botschaft für mich dabei einfach. Ja? Und da habe ich einfach im Wald gehockt, an den Baum angelehnt und habe darum diese Information gebeten. Wenn mich heute sowas beschäftigt, ich mache es mal mit der Zweistuhltechnik, aber da, wenn ich hier bin, da ich ja auch regelmäßig im Wald bin, wenn es jetzt nicht gerade draußen kübelt und ganz viel regnet, dann mache ich das noch viel, viel lieber, da fließt es noch einfacher zu einem. Also das sind diese zwei simple und einfache Techniken, wie du eben deine Träume deuten kannst. Mit einer kindlichen Neugierde rangehen, ohne Erwartungshaltung, wie etwas zu dir fließt und dann einfach deiner Intuition, deinem inneren Gefühl vertrauen. Das ist es, so einfach.
Und so schickt deine Seele auch dir Botschaften über deine Träume. Ich kann mich noch an einen anderen Traum erinnern, der schon ganz, ganz lange zurückliegt. Das war noch in einer Phase in meinem Leben, wo ich schon gespürt habe, also da habe ich noch im öffentlichen Dienst gehockt, am Schreibtisch und habe mich schon so insgeheim gefragt, dass hier ist nicht mehr ganz das, was ich eigentlich machen wollte. Das entspricht nicht wirklich meinem Herzen, auch das Leben, das ich führe, das entspricht nicht wirklich dem Leben, das ich mir mal vorgestellt habe und, und. Also es gab einige Baustellen, aber wo ich noch daran zweifelte, ob ich in diesem Leben wirklich den Mut aufbringe, mich aus dem öffentlichen Dienst zu verabschieden und voll und ganz authentisch zu 100% meinem Herzen zu folgen. Nach 30 Jahren dann zu kündigen, das gab natürlich Existenzängste und nichtsdestotrotz Zweifel und. Genau. Das dürfte so etwa 5 Jahre vorher vom Gefühl her gewesen sein, als das so in mir aufkeimte, aber ich noch nicht so ganz den Mut hatte und das Universum, meine Seele, mein höheres Selbst, ist ja auch gleich, welchen Namen man dieser Instanz geben, mir da die Botschaft geschickt hatte. Es war auch so surreal, dieser Traum. Und zwar habe ich nachts geträumt, ich bin ins Büro gekommen. Ich hatte schon Probleme, diese Tür aufzuschließen. Mir fällt dann noch ein Schlüsselerlebnis ein. Das erzähle ich dir jetzt auch mal noch gleich. Es hat jetzt weniger was mit dem Traum zu tun, aber auch ganz spannend, wie das Universum Botschaften dir schickt über deine Seele. Das hier war ein Traum aber. Ich bin ins Büro und habe schon so ein bisschen Probleme gehabt, die Tür aufzuschließen. Und als ich es schließlich mit aller Macht aufgeschlossen hatte und ins Büro rein bin und die Tür hinter mir zugemacht habe, war das Büro voller Ratten. Das Büro war voller Ratten, die sich über mich hergemacht haben und die an mir genagt haben und versucht haben, mich da aufzufressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das war ein heftiger Albtraum und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwie froh war, als ich dann wach geworden bin. So wie, Gott sei Dank, ich bin wach, was war das für ein Albtraum? Also da brauchte ich weder in den Wald zu gehen, um was zu deuten, noch brauchte ich mit 2 Stühlen zu arbeiten. Da war ganz klar, meine Seele, das Universum, mein höheres Selbst will mir jetzt Botschaft schicken. Da nagt ganz viel an dir. Ja, weil es gab ja auch Zeiten, wo ich dann auch wirklich Hautprobleme hatte mit Neurodermitis, mir die Oberarme nachts blutig gekratzt hatte und solche Dinge. Aber ich hatte noch nicht den Mut, auf meine Seele zu hören. Okay? Also das dazu. Und die andere Begebenheit, das ist zwar insgesamt 3-mal so gerade der Fall, da ich immer so als Letzter ins Büro gekommen bin und als Erster gegangen bin, brauchte ich eigentlich nie meinen Büroschlüssel. Außer, Kollegin war in Urlaub, Urlaubszeit, dann brauchte ich ihn natürlich. Und das erste Mal, als das passiert ist, ich kam aus dem Urlaub zurück, nach 3 Wochen und sie war den ersten Tag von 3 Wochen in Urlaub und ich komme dahin, hole Büroschlüssel, will den Schlüssel in die Tür stecken und der Schlüssel passte keinen Millimeter ins Schloss. Dieser Schlüssel passte keinen Millimeter ins Schloss. Ich geguckt, richtiger Schlüssel, ja, nochmal probiert. Er passte nicht. Dann dachte ich, okay, warst jetzt 3 Wochen weg, vielleicht war irgendwas und die haben die Schlösser ausgetauscht, kann ja sein. Und ich war ausnahmsweise ganz früh da, es war sonst noch niemand auf dem Flur. Also dachte ich, okay, was machst du jetzt? Bin runter in die Personalabteilung gelatscht, Chefsekretärin, der das erzählt. Und sie sagte dann so sinnigerweise noch zu mir, ja, arbeiten Sie überhaupt noch bei uns? Und da habe ich gesagt, ja, weiß nichts anderes, komm gerade aus dem Urlaub. Im Briefkasten war keine Kündigung, also bin ich heute nochmal gekommen. Also so flapsig habe ich das dann eben auch gesagt.
Wie kommen Sie denn da drauf? Und sie sagte noch, naja, man weiß ja hier nie, was da irgendwie mal was ist. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat dann den Hausmeister angerufen. Hausmeister kam dann und auch er konnte es nicht fassen. Der hat den Schlüssel angeguckt, hat mich angeguckt. Der konnte an dem Schlüssel ja auch keine Kratzer entdecken oder der Schlüssel war nicht verbogen und nichts, gar nichts. Aber der Schlüssel hat nicht mehr gepasst. Der ging keinen Millimeter in diese Tür rein. Und das war ja eine ganz klare Botschaft auch vom Universum. Das war mir damals auch schon klar, aber der Mut hat mir halt noch gefehlt, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist noch dreimal so gegangen. Also der damalige Hausmeister, ich glaube zweimal war es der gleiche Hausmeister und das dritte Mal war schon ein anderer Hausmeister da. Ja, der wusste dann auch nicht, wie ihm geschieht. Also so schickt das Universum uns Botschaften und wir dürfen einfach nur unser Urvertrauen auspacken, dem Leben vertrauen und ich hätte im Grunde genommen ja schon viel früher können diesen Botschaften folgen, aber ich war halt einfach auch noch ein bisschen töricht unterwegs. Okay? Und so darfst du jetzt für dich selbst diese Botschaften auch deuten und du brauchst nicht so eine Odyssee von Jahren noch. Ja, dazu durchleben, wie ich das gemacht habe, sondern du kannst es viel schneller haben. Du kannst viel schneller deinen Seelenplan wirklich entdecken, deinen Seelenberuf daraus kreieren und da ja von meinen Erfahrungen ja schöpfen. Ich kann dich da an die Hand nehmen, da wo du jetzt stehst und dich auch dorthin bringen. Dazu braucht es einfach nur den Mut von dir. Du weißt, wie du mich erreichen kannst, einfach Kontakt zu mir aufzunehmen und dann schauen wir da unter vier Augen im persönlichen Gespräch hin, was genau ich da auch für dich tun kann. Okay? Das jetzt mal noch so zwischendrin bemerkt. Die Hilge schreibt: Könntest du etwas zu dem Thema Tod in Träumen sagen? Wofür steht der Tod? Ich habe neulich geträumt, dass ich eine Diagnose erhalte, die mich nur noch wenige Tage leben lässt. Nach dem ersten Schreck und der ersten Angst kam mir das Thema Transformation in den Sinn. Ja, du darfst da absolut deinem Gefühl vertrauen. Der erste Impuls, das erste Gefühl, das kommt, das ist auch stimmig. Unser Kopf, der knüpft nur im zweiten Schritt an andere Dinge an. Weil der denkt, oh Gott, ist das jetzt hier nicht eine Botschaft, dass irgendjemand aus meinem Umfeld stirbt? Oder ist das jetzt nicht eine Botschaft, dass ich wirklich nächste Woche zum Arzt gehe und die Diagnose, keine Ahnung, Krebs bekomme und dann in 4 Wochen hier meinen Körper verlasse? Und, und. Das sind die Dinge, an die unser Kopf dann anknüpft, aufgrund von Erfahrungen, wo wir mal was im Fernsehen gesehen haben, wo wir mal was in der Zeitung gelesen haben, wo eine Versicherung mit Ängsten uns dazu gebracht hat, eine Versicherung, eine Lebensversicherung abzuschließen. Keine Ahnung, oder wo wir als Kind mal irgendein Gespräch, und das ist so tief im Unbewussten abgesagt, von den Eltern mitbekommen haben, dass irgendwie was war. Daran knüpft dann im zweiten Schritt unser Denker an. Also grundsätzlich immer bei diesen ganzen Techniken, immer auf den ersten Impuls lauschen. Das hast du wunderbar gemacht. Transformation. Das ist ja auch dein Thema. Transformation. Du hast ja eine enorme Entwicklung jetzt überhaupt schon hingelegt und bist jetzt dabei, den nächsten großen Quantensprung zu machen. Und das ist das, was dieser Traum dir sagen wollte. Genau. Hilft dir das? Schreib es mir gerne mal rein. Die Monika schreibt. Ja, die Monika hat ja auch schon da was zugeschrieben, der Tod steht meistens für einen Neubeginn im Sinne von etwas Altes stirbt oder ist abgeschlossen und damit etwas Neues geboren werden kann oder entstehen darf. Ganz genau. Was ich auch schon erlebt habe, was ich schon zweimal erlebt habe, von Menschen, mir nahestehende Menschen, zweimal, ja, beide wusste ich nicht, in welcher Situation sie sich befinden. Also ich hatte schon längere Zeit keinen Kontakt mehr, weil jetzt sind meine Eltern, waren andere aus dem weiteren familiären Umfeld. Das eine war ein Mann, das andere war eine Frau, von denen ich nachts geträumt habe, dass sie bei mir waren, am Bett waren und sich von mir verabschiedet haben.
Und bei der einen wusste ich, ich wusste nicht, dass sie irgendwie krank ist oder so, gar nichts. Nee. Genau. Aber es hat mich dann so ein bisschen beschäftigt. Und bei der einen Frau weiß ich noch genau, dass mein Mann mir sagte, ich weiß jetzt nicht mehr, hat er mich unterwegs angerufen oder als ich heimkam, hat er mir das gesagt. Die und die hat angerufen, du sollst mal bitte zurückrufen. Und da kam mir sofort dieser Traum in den Sinn und diese Frau. Und dann habe ich sofort gespürt, wenn ich die jetzt anrufe, dann sagt die mir, dass die verstorben ist. Und so war es auch. Und bei dem Mann, der da nachts mal an meinem Bett war, hatte ich auch sofort das Gefühl gehabt, da bekomme ich jetzt auch bald die Botschaft, dass der verstorben ist. Der war heute Nacht hier, um sich von mir zu verabschieden. Und das war auch so. Also es sind immer unterschiedliche Begebenheiten. Auch das gibt's. Klingt jetzt alles sehr hochspirituell und ja. Und das sind aber auch Dinge, die man wirklich nicht forcieren kann. Man kann das so deuten, man kann das wahrnehmen, man darf es zulassen. Und als Rückenstärkung einfach sehen, was für eine Wahrnehmung, was für eine innere Größe, innere Wahrnehmung jeder von uns, auch du in sich trägt, die gelebt werden möchte. Da sind wir nochmal bei dem Thema Seelenplan. Okay. Hallo, liebe Christine. Hilge schreibt, ja, das hilft mir. Okay, gut. Ihr Lieben, ja. So simpel und einfach kannst du deine Träume deuten, anhand von meinen Beispielen. Und ich möchte dir auch gerne gleich nochmal die Rückenstärkung mit auf den Weg geben. Lausch auf deinen ersten Impuls, vertraue deinem ersten Impuls, geh mit Freude da dran, geh mit Leichtigkeit, mit so einer kindlichen Neugierde dran. Und du weißt, wie du hier eine individuelle Hilfe auch durch mich bekommen kannst, eine Anleitung. Du musst dich jetzt nicht weiter quälen und auch eine jahrelange Odyssee noch dahinlegen. Es kann ganz, ganz rasch gehen, deinen Seelenplan zu entdecken und deinen Seelenberuf daraus zu kreieren, wenn du das wirklich aus ganzem Herzen möchtest und dir dazu das Navigationssystem holen möchtest. Dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Und dann schauen wir da näher hin. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch wunderbare, schöne, klare Träume, viel Freude beim Deuten, mit Freude und mit Leichtigkeit. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.